haben wir eine Parzelle, die schon vorbereitet ist. Ja, das ist schon komplett fertig. Mhm. Und da können wir gleich auch mal klopfen und reingehen. Mhm. Sehr gut. Das Schöne hier dran, da sieht man jetzt gut durch den Schnee, man sieht es nicht so. Mhm. Aber die Familie ist also hingegangen, hat gesagt, wir wollen nicht nur Rasen haben. Mhm. Die haben also da schön Zierkies hingemacht. Auch wasserdurchlässig, alles Mögliche. Ringsum ist aber dann die Hecke auch noch. Mhm. Dass also das Grün da ist. Mhm. Aber individuell gesagt haben, die haben gesagt, nee, wir möchten das gerne so haben. Wasserversickerung ist gegeben. Ja. Haben die das dann selber gemacht oder habt ihr das geholfen? Das haben die selber gemacht. Okay, gut. Gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ja? Ne? Entweder kann man sich ja quasi einen externen Anbieter nehmen. Wenn es zeitlich geht, dann würden wir auch unterstützen. Mhm. Aber aktuell, weil wir so viele Projekte haben, ist das ein bisschen schwieriger quasi. Verstehe. Das ist was, da kümmern sich die Kunden selber drum. Mhm. Weil wie man vielleicht auch sieht, ist halt direkt am Wald. Ne? Ja, natürlich das nicht ganz ist so wunderschön. Grün, weil wir jetzt im Winter sind, aber im Sommer ist ja alles grün. Und wenn natürlich auch die Hecken und so alles bald mal wächst, dann wird es hier richtig schön grün. Mhm. Und das ist halt mitten in der Natur. Ja, das glaube ich. Das ist auch schon besetzt, das Tiny House, ne? Ja, die ganze Reihe durch. Die ganze Reihe ist komplett schon besetzt. Jetzt sieht man leider durch den Schnee nicht, wie schön viele Sachen schon fertig sind. Ah gut, wir wollen ja auch im Sommer ja auch nochmal vorbeikommen. Gerne. Sehr schön. Hier sieht man nochmal den Platz. Das heißt, es gibt wirklich noch einige Parzellen, die noch frei sind. Und ja, dann zeigen wir doch gleich mal die Familie, die heute in diesem Häuschen ist. Wie heißt die Familie? Das ist die Familie Eiling, Monika Eiling. Und Bernd. Okay, gut, dann gehen wir doch mal rein, oder? Jetzt gehen jetzt nicht alle rein. Ja. Wir warten schon. Sehr, sehr schön gestaltet. Hallo. Hallo. Wir sind die Familie Eiling. Ja, richtig. Schön, dass Sie hier mitmachen und dass wir Sie interviewen dürfen. Ja, gerne. Und ja, dass wir das zeigen können. Ja, genau. Und das ist die Valeria. Sehr schön. Genau, von Metallica. Ja, schon angekündigt. Genau. Und ja, dann freue ich mich, wenn Sie einfach mal so ein bisschen was ja, zu der ganzen Geschichte erzählen. Wie sind Sie zu dem Tiny House gekommen? Sollen wir das ja, letztendlich war es ein bisschen Zufall. Also je älter ich werde, desto mehr sehne ich mich eigentlich danach, so in der Natur zu wohnen. Mhm. Und dann habe ich durch Zufall, oder haben wir, weil wir kommen aus dem Camping, haben wir dann von diesem Campingpark gehört, also dass da eben so ein neuer Chaletpark entsteht und waren dann sofort Feuer und Flamme dafür, haben uns sofort sehr interessiert und hatten dann auch noch die Möglichkeit, hier so eine schöne Randlage zu kriegen. Ja, was ist auch mich, wunderschön. Was mich vor allen Dingen, ich war dann zu Anfang auch so die erstmal so die treibende Kraft, bei mir und meinem Mann, aber was mich dann sofort angefixt hat, also einfach die Lage hier. Ja. Also es ist total ruhig, es ist grün, es ist auch, wenn man hier vom Gelände runtergeht, total in der Natur mit ganz viel Wasser. Wir wohnen hier zwischen zwei Seen, ich gehe unheimlich viel rein, mein Mann ist eher so auf dem Wasser und von daher, ich habe schon oft gesagt, also ich habe hier so ein Paradies für mich gefunden, kann ich nicht anders sagen. Das freut uns zu hören, oder? Und wie lange sind Sie jetzt hier in diesem Haus? Ja, ich war glaube ich... mit einer der Ersten. Ja, mit einer der Ersten, ja genau, seit Mai letzten Jahres schon. Also ich bin schon seit anderthalb Jahren hier. Mhm. Ja. Wahnsinn. Haben Sie natürlich auch alles schön gemacht hier. Ne? Man hat nicht viel Pflege, aber doch ein bisschen etwas, damit man sich wohlfühlt. Na, jetzt im Winter kann ich das schlecht sehen, aber doch ein bisschen kann ich schon was erkennen. Was haben wir hier? Wir haben hier, was haben wir für eine Unterfläche hier? Das ist Kies, ne? Das ist Kies, ja, ganz genau. Ja. Schöne Bäumchen haben Sie hier. Ja, das bot sich so ein bisschen an, weil das Haus ja mehr oder weniger mittig auf diesem Grundstück steht. Mhm. Und von daher ist es nicht so eine große Fläche. Und für die Bienen und für mein Gewissen habe ich dann hier eben noch, glaube ich, 64 Pflanzen Lavendel gepflanzt. Ja. Was ja dann auch, total pflegeleicht ist und wenig Wasser braucht. So, da kommt meine bessere Hälfte. Ja, sehr gut. Also sehr familiär hier, so wie es ausschaut. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ja, hallo, ich bin Valeria. Ich bin der Bernhard. Der Bernhard. Sehr schön, ja. Schön, ja. Wir haben hier schon einfach gestartet. Und ich bewundere das, wie schön ihr das hier gemacht habt. Und ihr fühlt euch auch wohl hier. Ja, oder? Wir fühlen uns total wohl hier, muss ich wirklich sagen. Und wir sind ja auch, wie gesagt, wir kommen aus dem Camping, wir haben einen Wohnwagen und
fahren auch noch so einen kleinen Camper. Wir sind also auch echt viel unterwegs. Immer noch trotzdem Tiny House oder wird es weniger? Ja. Ja, sind wir nach wie vor, weil so schön wie das hier ist, aber es kann so gegen Südeuropa. Spricht nichts gegen, ne? Ja, genau, das ist natürlich dann auch nochmal eine schöne Abwechslung. Es gibt auch, genau, es gibt Abwechslung, es gibt auch noch andere Adressen, also Frankreich, Provence, Kroatien, was, ne? Mittelmeer. Aber das ist sozusagen fast eure Base hier. Also das heißt, ihr seid schon die meiste Zeit schon hier, sind, ne? Wir sind schon sehr viel hier, genau. Obwohl wir leben, aber auch auf dem Lande, auf einem Bauernhof. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich wird es dann irgendwann mal verkauft, wer weiß, ne? Wenn ihr sowieso unterwegs seid. Man darf hier natürlich nicht fest wohnen, das ist nicht erlaubt. Das muss ich leider erwähnen. Das ist ein Zweitwohnsitz? Genau, ein Zweitwohnsitz. Man kann 365 Tage hier sich aufhalten. Ja. Aber ihr habt keinen Briefkasten hier in dem Falle, ne? Nein, haben wir nicht. Was? Briefkasten. Kein Briefkasten. Nein. Keine Anmeldung. Der ist natürlich auch auf unserer Meldeadresse. Genau. Ja, schön. Dann fahrt ihr wahrscheinlich einmal im Monat dahin, um Post zu holen, oder? Ja, wir haben eigentlich alles, was eben geht, digital umgestellt. Das meiste Rechnung und alles geht ja auch Mögliche digital, kommt einfach aus Handy, ne? Ja, genau. Ja, schön. Ja, wollt ihr mir das Häuschen zeigen? Ja, gerne. Ja. Vielen Dank. Ja. Das ist nicht nötig. Nee, wirklich nicht. Es ist ja nur Schnee. Ja, voll alles. Ja, nee, wir sind ja auch hier. Nein, mein Mann geht auch so rein. Wirklich. Lass die Schuhe an. Echt? Ja, ganz bestimmt. Ich bin auch ganz so voll durch die Schuhe. Ja, komm, hier ist so eine schöne Acrabomatte noch einmal drüber. Ja, genau. Hier geht es direkt rein. Hier direkt rechts die Küche, die ja auch schon so wie sie ist, mit allen Küchengeräten und so fix und fertig kommt. Ja. Schöne helle Küche, ne? Das habt ihr aber auch euch selber dann ausgesucht, ja, die so Küche? Ja, Fronten und sowas kann man schon selber, alles ja? noch selber aussuchen und die super. Arbeitsplatten und sowas alles. Wow, sehr modern. Das ist hier einfach das, was ich so mag, diese Fenster, diese mehr als Raum, also diese... Ja, die Sonderhöhe haben wir hier ja, bei den Fenstern. Ja, ganz genau, die Sonderhöhe. Ja, und dann eben direkt der Blick eben ins... in den Wald. Ne? Ach, mega. Man braucht auch nicht viele Möbel. Ne? Also man hat hier eine schöne Couch, die ich sehe. Das ist so eine schöne Lümmelcouch. Ja, na, beide liegen wahrscheinlich rechts und links auf der Couch, richtig, oder? Ein Fernseher, ein Spiegel. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Eine kleine Sitzecke, eine Essecke. Ja, genau, so eine kleine Essecke. Also wir haben auch schon mal, als wir hier zu acht gesessen haben, haben wir auch schon mal dann den größeren Gartentisch reingeholt, haben den so lange rausgestellt, so dass man dann auch bei Bedarf eben auch mal eben mit vielen Leuten auch eben sitzen kann. Ne? Das ist in der kleinsten Hütte, ne? Ja, ganz genau. Ja, das war ganz gemütlich. Mit acht Leuten haben wir ganz prima hier gesessen. Und was ich schön finde, muss ich wirklich sagen, Kompliment. Ne? Also wir sind ja von Vitalcamp. Wir sind wir legen ja sehr viel Wert auf Design, Qualität. Aha, okay. Dass es nicht nur, ich sag mal, preiswert ist, sondern dass man halt auch wirklich... ja, beides zeigen kann. Und ich sehe hier dieser wunderschöne Tisch, der hätte auch von uns sein können. Die Lampe, also ihr habt echt Geschmack, muss ich schon sagen. Das ist nicht viel, nicht viel, aber mit Geschmack. Nicht viel, aber mit Geschmack. Ja, wie ist das denn eigentlich mit der Heizung? Weil jetzt war es natürlich schön knackig kalt draußen. Wir haben heute minus 1 Grad. Ich komme hier rein, es ist gleich warm. Seid ihr da zufrieden von den Dämmwerten hier? Auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt auch schon einen ganzen Winter, habe ich ja auch schon, oder haben wir ja auch schon hinter uns. Also weil wir ja schon anderthalb Jahre... Der letzte Winter war zwar nicht so kalt, aber wir hatten ja jetzt also auch in den letzten Tagen ja auch schon einige kalte Tage. Mhm. Und die Isolierung, die ist wirklich erstklassig. Mhm. Klar, ich meine, wir haben natürlich diese großen Fenster und wenn man also dann zur Abendstunde hier die Gardinen zuzieht, also die Gardinen sind auch von erster Qualität, die isolieren auch sehr gut, nicht nur gegen Kälte, auch im Sommer, also wenn es dann sehr heiß ist und die Sonne scheint, also auch gegen Wärme. Dann absolut. Denn eigentlich das Haus ist also von der Qualität her also wirklich sehr gut. Ich habe mir das bei Acabo genau angeschaut, wie es gebaut wird und das muss man schon sagen, das sind keine dünnen Brettchen, sondern das sind richtige Balken. Also man kann sagen, das ist eine richtige holländische Fertighausqualität und nichts anderes, aber das ist wirklich gut.
ist es auch, wir haben ja auch unsere eigenen Modelle ja auch mit dem Hersteller, die praktisch nach unseren Plänen von unseren Bauingenieuren, von unseren Statikern bauen, nach GEG. Und es ist wichtig, dass die Wand dass die Wandstärke entsprechend ist und alle U-Werte eingehalten werden. Und das kann ich auch hier bestätigen und das freut mich, dass ihr das auch so seht, ja. Zumal ihr ja jetzt auch schon seit über einem Jahr in dem Haus lebt. Hier sieht man ja auch die Heizkörper. Ja, genau, die sind auch gut verteilt über das ganze Haus, kann man nicht anders sagen. So ein ganz normaler Heizkörper, wie man das aus dem klassischen Hausbau auch kennt. Geheizt ja mit Propangas. Mit Propangas, ne? Genau. Habt ihr da vielleicht schon so einen kleinen Richtwert? Was gibt ihr denn im Jahr so an Gas aus? Ja, wir sind angefangen mit Abschlag 75 Euro. Das hat nicht ganz gereicht nach der ersten Abrechnung. Und jetzt bin ich... Ja, jetzt sind wir bei 100 Euro im Monat Abschlag. Mhm. Das sollte in etwa hinkommen. Mhm. Ja. Abschläge richten sich auch immer nach den aktuellen Gaspreisen. Mhm. Und ja. Momentan sind ja die Gaspreise am Markt auch nicht gerade besonders niedrig. Mhm. Und sollte es dort Änderungen geben, dann können die Abschläge natürlich auch wieder sinken. Mhm. Aber andererseits, man möchte ja auch das ein bisschen warm haben, im Winter zumindest. Und dann finde ich das schon angemessen. Absolut. Das ist nochmal wichtig zu erwähnen. Also wir sind ja quasi dann auch unabhängig von diesem Erdgasproblem, was sich ja in Zukunft eher noch verschärft, denke ich. Mhm. Und dieses neue erneuerbare Energiengesetz, was ja jetzt auf den Weg gebracht wird, wenn das also durchkommen sollte und man mit 65% erneuerbaren Energien heizen muss, ist das ja auch kein Problem. Der Tank kann also entsprechend befüllt werden und auch die Gasthermen können das entsprechend verarbeiten. Okay. Also da sind wir auch für die Zukunft, denke ich, mit dem Hersteller auch gut aufgestellt. Mhm. Ja, ja. Okay. Aber ihr habt ja jetzt auch nicht das ganze Jahr die Heizung an, weil du, wenn die Sonne scheint, dann, ich kenne das ja, das Haus haben wir bei uns ja in Flensburg ja auch stehen, auf dem Schaugelände. Oder das Chalet Südtirol haben wir bei uns in Zierenberg stehen. Wenn die Sonne reinknallt, da ist man schon froh, dass man die Gardinen hat. Mhm. Ne? Ja, dann schaltet sich auch selbst im Winter also ganz schnell die Heizung ab. Mhm. Und die Heizkörper sind kalt und trotzdem ist es muckelig warm. Ne? Mhm. Also das ist schon, oder vorgestern schien die Sonne, also da... Im Gegenteil, die Heizung schaltet sich schon ab und auf dem Thermometer waren dann noch deutlich also höhere Temperaturen jetzt irgendwie eingestellt. Ja. Also das geht schon sehr gut hier auch mit den großen Fenstern, die ja auch insgesamt hier auch 18 Quadratmeter Fensterfläche darstellen und das ist schon sehr angenehm. Wahnsinn. Schön. Ach, was für eine Aussicht das ist. Ich bin echt geflasht. Ja, das ist wirklich toll. Vor allen Dingen die Sonnenuntergänge hier, wenn dann so die Sonne da reinscheint. In diese Rinde, das leuchtet dann so richtig golden, also das ist ein schöner Traum. Als Kino. Ja, das glaube ich. Das ist wirklich toll. Schön. Ja, dann gehen wir vielleicht noch mal durch das Häuschen. Ja. Einfach mal um zu sehen, also ihr seid hier zu zweit, wie oft habt ihr Besuch? Habt ihr Enkelkinder, Kinder, die euch vielleicht besuchen oder seid ihr eher so die meiste Zeit alleine? Ich werde im Juni nächsten Jahres Opa. Nee, sehr gut. Dann ist hier Action dann angesagt. Dann hab ich mein Enkelkind. Dann ist hier Action angesagt. Terminiert für Juni. Das ist 71. Ganz genau. Genau, dann werde ich noch 70 Jahre. Also wenn vielleicht klappt das ja auch dann eben so vom Termin her. Ja, dann kommen wir vielleicht mal vorbei. Aber dann könnt ihr ja schon mal, die Kinderecke da hinten einrichten. Na, weil die Kinderchen, die wollen sich ja auch wohl. Wir haben einen Spielplatz dort, also einige Meter weiter und... Also, das ist schon alles gut geplant hier. Freut mich. Okay, dann gehen wir einmal kurz durch und ihr zeigt einmal, wie das Häuschen aufgeteilt ist. Also dieses ist so ein zweites Schlafzimmer, Gästezimmer, Kinderzimmer, wobei wir das als Hauswirtschaftsraum nutzen. Ja, das machen unsere Kunden genauso. Man muss ja schon irgendwo seine Waschmaschine und einen Trockner. Ne? Ja, genau, und eine Kiste Bier, das sieht auch gut aus. Eine Yogamatte, so wie sich das gehört. Jäckchen habt ihr hier, Schuhe, also alles, was man sonst so nicht sehen möchte, habt ihr hier verstaut. Ja, und auch noch, ich wollte jetzt auch keine Bücherregale im Wohnraum mehr haben, also nicht mehr als nötig an Möbeln. Und von daher ist das ganz gut. Und dann wundert man sich doch, vor allen Dingen auch in Kombination mit der Minigarage, die man ja draußen noch hat, wie viel Stauraum man einfach hat, auch in diesem kleinen Häuschen. Ne? Super. Also das ist schon, können auch gerne noch mal eben einen Blick ins Schlafzimmer werfen. Das Schlafzimmer kommt ja auch so, wie es jetzt ist.
Also einschließlich Bett und Decken, hohen Kleiderschrank. Also, oh ja, das ist da immer wieder ein Highlight. Ne? Da passt alles rein. Ja. Gemütlich, steril, schön, sehr modern, aber trotzdem gemütlich. Mit den Rollos, das habt ihr aber selber gemacht, ne? Die Plissés, oder? Ja, die sind, die haben wir nachträglich reingemacht. Ja. Schön, tolle Lampe. Und hier habt ihr eine extra Garderobe, das fällt mir auch auf. Ja, die ist jetzt ziemlich vollgehängt im Winter. Mhm. Aber es reicht alles. Sich dann im Sommer. Also man muss sich schon so auf das Notwendige, auf das Wichtigste beschränken. Aber kriegt alles ganz wunderbar unter. Mhm. Ja. Die reden gerne zusammen. Also, genau. Schön, dass ihr euch so gut versteht. Ja, jetzt nochmal ein Blick ins Badezimmer, mhm, wenn Sie mögen. Gerne. Also auch ganz reduziert, ja, aber ganz funktional alles drin. Mhm. Und was ich also besonders schätze, ist diese übergroße, ja, Dusche. Das ist einfach, ja, klasse. Ja, das lieben wirklich auch alle unsere Kunden. Wir haben hier WC, Waschbecken, eine schöne Dusche. Also Heizkörper ist auch schön warm. Super. Viel mehr braucht man nicht, oder? Mhm, richtig. Klasse. Okay. Wie viel Quadratmeter haben wir hier? 49,88. Mhm. Fast die 50, ja, voll, ne? Richtig. Fast die 50 voll. Also mit das, ja, das größte Modell. Ja, genau. Ja. Kann, ne? Deswegen haben wir uns auch für dieses, mhm, direkt entschieden, weil es am meisten eine Wohnfläche hat. Ne? Und durch die, genau, Urdecke natürlich auch nochmal einen sehr, sehr schönen, großen, geräumigen, ja, Wohnraum, ne? Luftig. Ja, richtig. Gibt es irgendwas, was ihr beiden vermisst? Also wo ihr sagt, okay, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht oder? Oh, eigentlich bis jetzt haben wir doch nichts verloren. Wir haben eigentlich keine Beschwerden. Also bis jetzt, ja, sind, ja, wir also nicht enttäuscht worden. Also, ja, das, ich weiß, Glück gehabt. Nein, also. Und eigentlich, also der Platz, wir haben aber auch festgestellt, dass es auch viele gleichgesinnte Menschen also, mhm, schon nach hier gezogen sind, sind oder Häuser aufgebaut haben. Also ein sehr angenehmes Publikum. Mhm. Und nein, nein. Und dann natürlich jetzt die Betreiberfamilie Fischer ist natürlich also wirklich also müssen Sie jetzt sagen, dass man sich vorab abgesprochen hat? Ohne jetzt hier rumzuschleimen. Ja, nein, aber das ist tatsächlich so, wie du sagst, Bernd. Provision machen wir später, ne? Ja, genau. Da reden wir jetzt auch nicht drüber. Genau. Nein, aber es ist tatsächlich so, hier entsteht was ganz Neues. Ja. Und es kommen immer mehr Leute dazu und dadurch, dass wir von Anfang an auch mit dabei waren, hat das irgendwie auch eben tatsächlich was Besonderes. Also mittlerweile habe ich damit aufgehört, aber immer wenn so ein neues Haus hier angeschaukelt kam, haben wir uns erstmal vorgestellt. Und somit hat man auch schon erste Kontakte geknüpft. Und das ist wirklich so eine ganz, ganz, wirklich ganz nette Leute, die hier wohnen. Man schnackt ein bisschen zusammen, man geht, ja, so an der Wege. Das ist wirklich. Ja. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich daran, dass das doch immer. Ja, Gleichgesinnte sich finden, genau, ja, die halt eben naturnah, ja, lieben, ja, die, ja, auch gerne eigentlich, mhm, so back to the root, to the root, back to basic wollen, ne? So alles ein bisschen reduzierter, kleiner. Das liegt aber auch man hat sich ausgelebt. Absolut, ne? Das liegt aber auch an eurem Konzept, weil ihr wisst genau, was ihr wollt. Ihr lasst mich einfach mal alles, was geht. Ne? Also wir kennen ja sehr viele Campingplätze, ja, wo jeder meint, alles machen zu müssen. Genau. Ja. Manchmal muss man auch Grenzen setzen oder beziehungsweise auch gewisse Sachen auch festlegen. Das merken wir ja auch, wenn wir Häuser planen mit unseren Kunden. Wir können natürlich nicht alles machen. Also, mhm, irgendwann muss man ja auch ein Konzept haben. Und ja, wenn das Konzept, mhm, rund ist und es funktioniert, dann finden sich die Gleichgesinnten auch. Mhm. Ja. Vor allen Dingen dieses Konzept, da möchte ich auch noch was zu sagen. Ich finde das sehr gut, dass es also auch diese Spielregeln gibt. Ja. Denn letztendlich schützt uns das auch eben vor diesen Leuten, die dann irgendwann also dann übers Ziel hinausschießen, mhm, und dann hier ein Dach und dann Schöpken und, mhm, sonst was dahin bauen wollen, sondern es bleibt irgendwo dann also doch also auf einem gewissen Niveau, auf einem gewissen hohen Niveau, kann man ruhig sagen. Absolut. Und wird nicht missbraucht, dass wir sich Leute also dann selbst verwirklichen. Und das sieht hinterher auch nicht mehr so schön aus. Richtig. Ja. Ja, das ist natürlich das optische Thema einmal, was man auch nicht unterschätzen darf. Gerade auf so Ferienparks und Campingplätzen ist das Thema Brandschutz. Mhm. Ne, wenn man da jetzt nicht drauf achtet, wie gebaut wird, wo gebaut wird, was gebaut wird, ist ganz schnell ein halber Platz überbaut und dann
hat man auch nochmal ganz andere Themen, was Richtung Brandschutz geht, was natürlich auch gefährlich ist. Mhm. Und das ist für uns als Verpächter auch sehr, sehr wichtig, dass wir da eben auch die Richtlinien einhalten. Mhm. Plus natürlich eine sehr schöne, ruhige Optik schaffen. Absolut. Wo sollen sich ja auch alle wohlfühlen. Thank you.